Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Windows 8 Video. Ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ihr einen Screenshot bzw. ein Bildschirmfoto unter Windows 8 anfertigen könnt und das ohne großen Aufwand. Ja, dafür braucht ihr nicht etwa die Taste Steuerung und Druck drücken oder die Taste Alt und Druck, wenn ihr nur ein Fenster aufnehmen wollt. Nein, ihr könnt einen kompletten Screenshot anfertigen und das macht ihr ganz einfach mit der Windows- und Drucktaste. Dann wird euer Bildschirm ganz kurz dunkel und ihr habt einen Screenshot angefertigt. Auf dem Surface sowie anderen Windows-Tablets geht es übrigens durch Druck auf die Windows-Schaltfläche und die Leiser-Taste. Und auf eurem Windows-Phone geht das durch Tippen auf die Startschaltfläche und die Ausschalttaste. Dadurch macht ihr einen Screenshot. Ja, wo die Screenshots landen, zeige ich euch jetzt. Also das ist auf allen Windows-Geräten gleich, weil ihr habt überall ein Bilderverzeichnis, sowohl auf dem Windows Phone als auch auf dem Surface beziehungsweise einem anderen Windows-Tablet als auch auf dem PC. Ja, eigene Bilder ist halt immer das, wo die Bilder gespeichert werden. Und dann wird ein Ordner Screenshots erstellt. Und so haben wir jetzt auch gerade eben den Screenshot erstellt. Ihr seht es, der ist von gerade eben. Und so könnt ihr halt auch jederzeit weitere Screenshots machen. Das funktioniert immer und überall. Und so könnt ihr eure Screenshots auch einfach weitergeben. Ich habe hier zum Beispiel auf SkyDrive habe ich, glaube ich, auch Screenshots. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich möchte jetzt nicht gerade meinen Privatfotos rumschnüffeln. Will ich jetzt gerade nicht. Aber ist auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Wenn ihr jemandem irgendwas zeigen wollt, ihr könnt dann halt die Screenshots auch versenden. Könnt sie auch auf eurer Xbox wiedergeben, falls ihr eine Xbox angeschlossen habt. Oder könnt halt aus der Bilder-App heraus, kann ich auch mal zeigen, Bildbibliothek, ja, mich gibt es auch mit Gesicht. Lass mich mal blättern hier. Achso, ihr könnt übrigens mit zwei Fingern reinzoomen und rauszoomen. Kann ich euch gleich mal zeigen. So, könnt euch dann eine Übersicht anzeigen lassen. Könnt mit zwei Fingern rein und rauszoomen. Mit dieser Kneifgeste könnt das aber auch, wenn ihr eine Zoom-Taste auf der Tastatur oder der Maus habt, könnt ihr das auch machen. Dann könnt ihr den Screenshot öffnen, habe ich jetzt gerade gemacht. Könnt vor- und zurückblättern, ebenfalls durchscrollen und könnt das Ganze als Diashow anzeigen lassen oder festlegen als Hintergrund und könnt das Ganze dann auch teilen. Also ihr könnt auch hier noch diverse andere Apps haben. Ihr könnt zum Beispiel auch es gibt da extra eine App, die heißt Share to Facebook. Da könnt ihr das Ganze dann auch auf Facebook teilen, wenn ihr wollt, wenn ihr einen Screenshot macht und ihr da irgendwas Besonderes festgehalten habt. Dann könnt ihr das ganz einfach auch auf Facebook teilen. Ja, ist an sich eine schöne Funktion. Schön, dass Microsoft das mal eingebaut hat. Macht auf jeden Fall Spaß, so Screenshots zu machen. So sieht man natürlich auch mal, dass es auch einfach geht, Screenshots zu machen und dann nicht erst ein Bildbearbeitungsprogramm zu öffnen oder sich irgendwie noch eine Software runterladen zu müssen. Ja, bearbeiten könnt ihr die übrigens im Paint, Photoshop oder sonst wo. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen in der Sache Screenshots anfertigen. Wer es noch nicht wusste, wird jetzt mit Sicherheit ein bisschen schlauer sein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt und bedanke mich ganz herzlich dafür und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin erstmal Tschüssikowski.